So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft auf dem Bauernhof. Heute am, ich muss mal ganz kurz gucken, am Mittwoch, das ist die Mittwochsfolge. Und ich habe ja gestern das Safe Game zur Verfügung gestellt und dazu natürlich die ganzen Leo-Hunde mal aufgerichtet, damit sie dann bei euch im Safe Game nicht an einer Stelle blöde sitzen, sondern euch gegebenenfalls folgen, dass ihr sie dann auch benutzen könnt, wenn ihr sie dann braucht. Ne? So, Leo darf hier draußen sitzen bleiben. Wir machen das Tor mal dazu. Und ich habe ja gestern gesagt, ich möchte gerne bei den Pferden was ändern, beziehungsweise einen Pferdestall bauen, irgendwas. Und ich würde jetzt erstmal gucken, dass wir... Ich habe auch irgendwas. Ach ja, genau, ich habe Wolle in der Tasche, weil wir wollten erstmal oben das Ding weiterbauen, ne? Genau, dann machen wir das erstmal fertig. Habe ich denn noch... Ich habe eine Schere in der Tasche. Die könnte ich mir aus der Wolle ein Gerüst bauen. Dann brauche ich da nicht... Dann brauche ich nicht extra nochmal wieder Erde holen. Dann können wir das so machen. Genau, das hier soll alles ausgefüllt werden, ne? Habe ich gehört. Mir wurde gesagt, ich soll das hier ausfüllen. Genau, dann machen wir das doch mal so. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ja momentan, ich weiß nicht, wer es auf Twitch verfolgt, aber ich bin ja auf Twitch momentan echt am Sky Factory suchten, ne? Das macht so unheimlich viel Spaß. Das ist so unheimlich geil. Das hätte ich nicht gedacht. So, das lassen wir so. Das sieht gut aus. Dann kommt da noch Licht rein. Hier habe ich es geschlossen, weil da ja nicht das Fenster ist. Entschuldigung, dass ich mal zwei, dreimal räuspern musste. Aber das ist halt so. So, hier drüben habe ich das ja auch so artähnlich gemacht. Nicht ganz so. Das können wir eigentlich nochmal... Das können wir angleichen. Dass das gleich aussieht. Das sieht gut aus. Ja, da noch einen draufsetzen oder den da oben wegnehmen. Ich glaube, ich würde eher den wegnehmen. Genau, dann lassen wir das nämlich so. Dann ist das halt so ein bisschen... Das ist modern, ne? Das muss so sein, das ist modern. So, jetzt haben wir das da oben wenigstens auch mal fertig. Und jetzt könnten wir eigentlich anfangen, damit die ganzen Lagerräume umzuziehen, ne? Dass ich hier unten das ein bisschen aufgeräumter kriege. Und das halt ein bisschen anders gestalte alles. Aber vorher kümmern wir uns mal ein bisschen um die Pferde. Ich möchte mich gerne um die Pferde kümmern. Und da draußen das Gehege ein bisschen umbauen. Ich guck gerade mal, wird das schon wieder Nacht? Ja, ne? Gucken, ob wir schon schlafen gehen können. Wenn wir schon schlafen gehen können, dann werden wir erstmal... Oh ja, das geht. Dann pennen wir nämlich einmal ganz kurz durch und bauen draußen mal ein neues Gehege für die Pferde. Wie kriege ich die nochmal gezogen? Gar nicht, ne? Die kriegt man gar nicht gelockt, ne? Da muss man ja eine Leine nehmen, dass die einem hinterherlaufen. Das heißt, das müssen wir ja alles... Die müssen wir ja alle komplett händisch denn rüberbringen, ne? Fällt mir gerade so ein. Pass mal auf, ich werde jetzt erstmal das eine Pferd hier wieder einbuchten, sozusagen. Habe ich eine Axt dabei? Ne, habe ich nicht. Das eine Pferd mal wieder einbuchten, damit das wieder auf, wieder im Gehege drin ist, sozusagen. Obwohl ich das Gehege natürlich gleich wegreißen werde. Beziehungsweise die eine Außenwand da nicht so sehr. Die bleibt schon stehen, aber insgesamt wird das Gehege ja nicht mehr benötigt. Habe ich was zu essen dabei? Ja klar, Kuchen haben wir immer dabei. Kuchen geht immer. So. Ich muss nämlich da vorne das eine Gatter auch wegnehmen. Beziehungsweise ich brauche ja zwei Blöcke. Ich habe keine Spitzhacke dabei, ne? No. Das sehe ich immer denn, wenn ich hier bin, dass mir irgendwelche Sachen fehlen. So, pass mal auf. Das nehmen wir weg. Das nehmen wir weg. Du kommst dran und kommst mit rein hier. Genau. Das ist gut. Wo ist die Leine? Da. Jetzt kommt das hier wieder zu. Jetzt ist das Pferd wieder drin. Und ich muss eine Spitzhacke holen. Was macht die Eierbahn? Fährt sie noch? Sollen wir uns kurz gucken, ob die Eierbahn noch fährt? Habt ihr euch sie runtergeladen? Also, wer hat sie von euch... hat sie jemand von euch runtergeladen? Hat sie jemand am Start? Oh ja, sie fährt. Sie ist on the road. Sehr cool. Habt ihr sie runtergeladen? Habt ihr mal reingeguckt? Oder habt ihr mittlerweile alle eure eigenen Safe Games so hart weiterentwickelt, dass ihr sagt, ah, jetzt ein neues Safe Game raufmachen, ich bin aber schon so viel weiter, das geht nicht. Das wäre natürlich nicht schlimm, wenn das denn so wäre. Aber ich frage halt trotzdem mal, wer da von euch das schon ausprobiert hat. So. Ich würde nämlich den Kuhstall, also das Gehege für die Kühe, deutlich größer machen als das, was jetzt für die Pferde ist. Aber das für die Pferde
Aber die Pferde müssen wir eh selber ziehen, ne? Könnte man halt gut vorstellen. Die Pferde ziehen wir ungefähr. Ja, dieser Bereich hier, das kann ich mir echt gut vorstellen für die Pferde. Wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr, aber das kommt dann, wenn dann später dazu. Oh ja, das sieht gut aus. Jetzt komme ich ja wieder nicht rein, ne? Sehr schlau. Aber hier geht's. Genau. Und dieser Bereich ist für die Kühe nochmal extra. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, genau. Ich lasse dann einen etwas größeren Durchgang, damit ich da die Pferde gleich durchbekomme. Wobei, so einen großen Durchgang brauche ich tatsächlich nicht. Wenn ich da zwei Blöcke frei habe, dann reicht es da. Ich muss die Pferde eh alle händisch rüberziehen. Also von dem her ist das egal. So, jetzt kann das aber schon mal hier weg alles. Genau. Dann können die Pferde, kann ich die Pferde nämlich gleich schon rüberziehen ins neue Gehege. Beziehungsweise auch den Esel. Und den Bereich hier quasi öffnen für die Kühe, dass sie dann raus können. Und draußen ein bisschen rumlaufen können. Und dann kriegen die auch gleich nochmal eine ordentliche Vermehrungsspritze sozusagen. Die Kühe, dass sie ein bisschen aus dem Quark kommen, dass sie ein paar mehr werden langsam, ne? Weil Kühe sind nämlich tatsächlich noch so, sind momentan noch ein bisschen Mangelware, habe ich so das Gefühl. Finde ich. Das könnten ruhig deutlich mehr sein. Ich finde gut, dass die Pferde sich nicht so schnell bewegen. Ansonsten würden die wahrscheinlich viel, viel schneller irgendwo anders sein. Oh, die Spitzhacke hat sich verabschiedet. Ja, und wie gesagt, ich bin momentan auch sehr stark am Sky Factory am Suchten. Auf Twitch halt. Das ist, macht mir halt hammermäßig viel Spaß. Momentan. Da muss ich mal gucken, wie ich das, wie wir das dann eigentlich alles so gemanagt bekommen mit Sky Factory und mit dem Teil hier. Kommst du? Ja. Aber ich denke schon, dass ich jetzt nicht nur, weil ich Sky Factory spiele, hier das Vanilla Game auf einmal aufhöre. Aber es ist schon geil, was mit Mods, wie man mit Mods das Spiel erweitern kann, was man mit Mods aus Minecraft nochmal rauszieht. Das ist schon richtig, richtig cool. Kommst du bitte mit? Genau. Also, das ist Wahnsinn. Genau, kommst du bitte hierher? Dann habe ich dich nämlich auch hier einigermaßen anständig. So, drei Pferdchen noch und dann sind wir fertig. Mit den Pferden auf jeden Fall. Dann geht es ja gleich weiter mit den Kühen. Und für die morgige Folge habe ich auch schon mir Gedanken gemacht. Also ich werde die Folgen wieder zwei hintereinander aufnehmen. Nicht, weil ich morgen Abend streamen werde, sondern ich werde morgen Abend wahrscheinlich viel Farming Simulator noch aufnehmen. Ich habe echt heute keine Lust mehr, Farming Simulator aufzunehmen. Ich habe vorhin Farming Simulator gestreamt, oder heute Vormittag. Und deswegen habe ich halt keine Lust, nochmal Farming Simulator später zu spielen. Ich werde zwar, also wenn ihr das jetzt seht quasi und dass ich euch das morgens anguckt, dann werde ich zwar auch wieder am Stream sein. Ab 9 habe ich geplant, morgens zu streamen. Auch Farming Simulator, aber wahrscheinlich nur bis 13 Uhr. Und ab 13 Uhr wollte ich dann nochmal wieder Sky Factory anschmeißen und da noch ein bisschen drin rum hantieren und werkeln. Ja, und deswegen will ich das mit dem Aufnehmen für YouTube, also das Aufnehmen der, sag schnell, das Aufnehmen von Farming Simulator halt ein bisschen schieben. Ich gönne mir da ein bisschen Zeit. Auch wenn das dann bedeutet, dass es vielleicht ein bisschen enger wird von der Zeit her. Das interessiert mich dann aber nicht. So, pass mal auf. Das machen wir mal so. Das sieht gut aus. Dann fetzen wir mal hier die ganzen Blöcke weg. Und dann könnt ihr hier rausgehen. Was haltet ihr davon? Das fetzen wir auch mal weg. Da kommt noch Fichtenholz hin. So, genau. Da kommt nämlich so ein kleiner Torbogen aller Fichtenholz hin. Das besorge ich jetzt gleich nochmal. Steht ihr in deiner Ecke? Vor allem besorge ich dann auch gleich ein bisschen Weizen, dass wir sie vermehren können. Und dann haben die Kühe ihr Außengehege bekommen. Wie schnell das geht, ne? Einfach mal so schnell ein Außengehege gebaut. Dann haben die ihr Außengehege bekommen. Hier genau das dunkle Holz wollte ich nehmen. Und auch gleichzeitig nochmal ordentlich vermehrt. Wir können auch mal gucken, ob wir bei den Schweinen noch mal ein bisschen was vermehren können. Müsste eigentlich gehen. Und ja gut, Schafe. Weiß ich nicht, müssen wir Schafe vermehren mal wieder? Eigentlich nicht, ne? Aber wir gucken mal. Die Kühe sind schon wichtig, die zu vermehren.
Weil Kühe sind echt immer, Kühe sind immer noch ein sehr, sehr kleiner Bestand, finde ich. So, pass mal auf. Hier kommt jetzt ein bisschen Holz ran. Als. Als Türrahmen sozusagen, als Rahmen, um rein und raus zu gehen. Jetzt kommt mal alle her. Hallo? Na gut, wir können das eigentlich auch hier machen. Wie, wo ihr stehen bleiben wollt, ist mir das eigentlich egal, wo ihr steht. Hauptsache ihr vermehrt euch jetzt. Ob ihr jetzt drin seid oder draußen, ist mir eigentlich ziemlich Latte. Ich gebe euch nur die Möglichkeit, dass ihr euch auch draußen bewegen könntet, wenn ihr möchtet. Ja, das sehe ich halt. Was ihr jetzt macht, wie ihr es handhabt, ob ihr jetzt lieber drinnen sein wollt oder lieber draußen, das ist völlig euch überlassen. Ich werde euch da keine Grenzen aufzeigen, liebe Kühe. Keine Grenzen. Macht, was ihr wollt. Habt freie Liebe. So wie ihr wollt. Warte mal, aber kommt mal bitte mit. Kommt mal alle ein bisschen, bitte mal kurz raus. Dass ihr es wenigstens einmal kurz gesehen habt hier draußen. Dass ihr euch davon überzeugen könnt, wie toll das hier draußen ist. So, sehr schön. Viel Spaß. Zack. Was? Gar nicht satt geworden? Doch, jetzt bin ich satt geworden. Sehr schön. Ich habe es gerade eben schon wieder gesehen. Meine Webcam flackert immer mal wieder. Ich habe aber keine Ahnung, woran das liegt. Keine Ahnung, woran das liegt, warum das immer wieder passiert. Da jetzt schon wieder. Ich muss da mal echt mal gucken. Wahrscheinlich werde ich mir mal eine neue bestellen und dann die einfach zurückschicken mit dem Hinweis, dass sie am Flackern ist, weil ich habe sie jetzt schon an den zweiten USB-Port angeschlossen oder an einen anderen USB-Port angeschlossen. Und nichtsdestotrotz ist sie noch am Flackern. Das kann irgendwie nicht sein. Dann gehe ich da einfach davon aus, dass mein Rechner, dass alles am Rechner in Ordnung ist, dass die Webcam halt einen Treffer hat. Und da die ja noch kein Jahr alt ist, kommt die auf jeden Fall. Dann werde ich die wohl auf jeden Fall zurückschicken und eine neue einfordern. Weil die Webcam an sich ist gut, ne? Die ist gut. Ich muss mal gucken, wie ich das mache mit der Geschichte, ob ich einfach sage, ich kann ja natürlich auch nicht darauf verzichten, ne? Wenn ich die jetzt einschicke und sage, ich will Ersatz. Dann habe ich ja erstmal eine Zeit lang keine und das will ich auch nicht. Ich glaube, ich habe alles eingesammelt, ne? Ich laufe jetzt hier nochmal fünfmal entlang. Ja, habe alles eingesammelt. Wenn ich die jetzt einschicke und bis Amazon mir eine neue zuschickt, dauert das ja auch ein bisschen. Und das ist ja auch nicht gut. Alter, das sind ganz schön viele geworden, ne? Oh, die Lore. Die Lorelei. Ja. Ja gut, es kommen halt die ganze Zeit jetzt ordentlich Eier ran, ne? Komm mal her, ihr wollt auch vermehrt werden, ne? Komm, ich werde euch auch mal vermehren. Alter, ich werde hier gleich durch die Gegend geschoben. Wir wollen mal ordentlich wieder frisches Schafsblut haben. Gib mal ordentlich Gas. Ich habe noch ein bisschen Weizen dabei, das können wir ja mal verheizen. Oh, der eine hat sich noch gar nicht, der eine hat sich noch keinen neuen Pullover angezogen. Wie kann das denn sein? Oh, ich habe noch ein bisschen was. Ich habe noch ein bisschen mehr. 9 habe ich noch. Die muss ich doch loswerden hier, oder? Das kann ja jetzt nicht sein. Zack, zack. 4 noch. Na, wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Und einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Wer will nochmal? Na, kommt. Ja, da war einer zwischen. Sehr cool. Jetzt sind wir erstmal ein bisschen die Schafe. Haben wir die Schafe mal wieder versorgt ein bisschen. Die Kühe sind auf jeden Fall vermehrt worden. Sehr, sehr geil. Das läuft. Da hinten habe ich mal ein bisschen abgeerntet. Das ist auch cool. Ich könnte mich um meine Felder mal wieder kümmern, dass ich die mal wieder abernte, beziehungsweise auch mal die Felder jetzt ein bisschen erweitern, noch ein bisschen vergrößere. Das wäre eigentlich auch mal eine Idee. Oder tatsächlich nochmal hergehe und vielleicht eine automatisierte Abernte-Geschichte baue, so stufenweise. Ne, vielleicht erstmal im Kleinstil und vielleicht ein bisschen und dann größer werden. Ich bin mir noch nicht so sicher. Was wir auch auf jeden Fall machen können. Was ich auf jeden Fall mal machen möchte, ist Ton weiter zu farmen. Also mal zu gucken, dass ich irgendwo ein bisschen Ton finde. Das können wir eigentlich jetzt mal. Ja, ich wollte ja eigentlich gerne einen Trank haben, ne, dass ich besser schwimmen kann und so weiter und so fort. Wie sieht es hier bei den Schweinchen eigentlich aus? Ganz gut, ne? Da ist gut was los. Ja, hier ist schönes Gewässer. Müssen wir mal gucken, ob wir. Also ich würde auch gerne mal angeln. Ich glaube, morgen in der Folge werde ich ein bisschen angeln gehen. Es ist gerade ein bisschen dunkel hier, ne? Ich glaube, morgen in der Folge werden wir ein bisschen angeln gehen und mal gucken, was uns so ein bisschen ins Netz kommt, was wir so eingefangen bekommen. Ich muss mal gucken, habe ich überhaupt eine Angel? Komm, wir schauen nochmal, ob ich eine Angel habe. Und dann machen wir auch, haben wir auch für heute wieder genug geschafft.
Und dann werden wir vielleicht morgen eine kleine Angelsession machen. Das ist ja auch eine witzige Sache, meiner Meinung nach. Ja, guck mal, ich habe eine Angel. Siehst du? Dann werde ich mich morgen, glaube ich, ein bisschen mit dem Angeln auseinandersetzen. Das ist doch nice. Dann kommen auch endlich mal Fische rein. Und wenn ich Fische habe, geht das, glaube ich, auch irgendwann los mit diesen, mit den Tränken, womit man dann unter Wasser atmen kann und sowas, ne? Da gab es ja auch doch das ein oder andere, was man machen könnte. Warte mal, ich will eine Sache nochmal schnell basteln, wenn ich gerade hier so viel Weizen sehe. Und zwar können wir ja mal ein paar Blöcke draus machen, ne? Brot brauche ich ja in dem Sinne nicht, weil ich habe genug Fressalien. Da muss ich jetzt nicht irgendwie... Achso, 64 ist das Max, ne? 64 ist Max. Max to the limit. Zack. Siehst du, hier war einer zu viel. Guck mal, dann haben wir jetzt nämlich das Weizen, was ich so auf Lager habe, auch mal ein bisschen dezimiert und gleichzeitig wieder anständige Blöcke gebaut. Nicht Blöcke, sondern Strohballen. Sogar ganz schön viele. Mehr als was ich eigentlich Platz habe in meiner Truhe. Aber ich habe sie untergekriegt. So, dann gehe ich jetzt nochmal schlafen. Und bedanke mich bei euch ganz recht herzlich wieder fürs Einschalten. Ne? Danke für den ganzen Support, für die ganzen Likes. Dankeschön. Freut mich unheimlich. Ich wünsche euch noch einen schönen Mittwoch. Genau, ich wünsche noch einen schönen Mittwoch. Und wenn ihr möchtet, sehen wir uns morgen zu einer weiteren Folge wieder. Bis dahin. Bye, bye.